Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie zur diesjährigen Curious Night begrüßen zu dürfen und auch zum Space Day. Kurz ein paar Worte zum Datum. Der April war ein sehr wichtiger Monat für die Raumfahrt. Der erste Flug ins All, der erste Flug des Space Shuttles. Deswegen findet diese Veranstaltung im April statt. Jährlich seit 2013 wird sie von unserer Gruppe organisiert. Und das Ziel ist es, im Grunde genommen Raumfahrt für jeden zugänglich zu machen. Das heißt, auch Leute, die nicht so viel Kontakt im Alltag damit haben, mit der Raumfahrt vertraut zu machen und auch ihre Vorteile aufzuzeigen. Es ist mir eine Ehre, den ersten Vortragenden des heutigen Tages vorstellen zu dürfen, nämlich den ehemaligen Astronauten und ehemaligen Leiter des Astronautenausbildungszentrums der ESA, Ernst Messerschmidt. Ja, vielen Dank für die kurze, aber freundliche Einführung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin hier schon öfter in diesem Hause gewesen, im Planetarium, und ich freue mich, dass auch heute sehr viele sich für die Raumfahrt interessieren und offensichtlich auch vor allem für die bemannte Raumfahrt, obwohl wir in dem Haus sind, wo man weniger mit der bemannten Raumfahrt. Wir sprechen besser von astronautischer Raumfahrt, dass wir eben die Chance nutzen, hier mit den Vorträgen auch in Verbindung mit dem Planetarium dann eben auch die Freundschaft pflegen zwischen dem Institut für Raumfahrtsysteme, wo ich auch jahrelang der Chef war, und dem Planetarium. Die Astronomen, die fliegen ja nicht selbst ins All, sondern sie gehen viel weiter hinweg, dort wo wir eigentlich gar nicht hinkommen. Das muss natürlich hier auch gesagt werden. Ich habe einen Vortrag zusammengestellt und mal sehen, ob das funktioniert. Im Moment noch nicht. Ja, jetzt. Das Thema ist vom All in den Alltag. Warum? Das sehen wir gleich. Wer profitiert eigentlich von der Raumfahrt? Und was machen wir allgemein im Großen und Ganzen an Erfahrungen, sowohl eben auch die Astronomen wie wir von der bemannten Raumfahrt? Und Raumfahrt ist eben grundsätzlich auch dafür, da neues Wissen zu schaffen und natürlich auch für Innovationen. Und gerade für ein Land wie Deutschland ist es sehr wichtig, dass wir an der vordersten Front für Innovationen sind, für Wissenschaft und dann natürlich auch für kulturelle Belange, für Technologien, für Sicherheit. Und es gibt durch die Raumfahrt auch sehr viele Wertschöpfungsketten, die es wert sind, eben weiter zu exploitieren, also durch eben Errungenschaften, die wir in Wissenschaft und Technik in der Welt, in der Raumfahrt kreieren. Also vom All in den Alltag. Und der Alltag, egal wo man hinkommt auf der Erde, ist schon besetzt mit vielen Errungenschaften der Raumfahrt. Ich war vor einigen Jahren in der Mongolei. Und da dachte ich auch, in der Mongolei damals, da gibt es wenig Raumfahrt. Hier sehen Sie eine Jurte oder Teil einer Jurte, Photovoltaik und Telekommunikation. Egal wo man hinkommt, jede Jurte in der Mongolei hatte schon die Errungenschaften der Raumfahrt. Es hat lange gedauert, bis man dann eben auch die Raumfahrt nutzte, um die Erde zu kartografieren.
Das war vor etwa 20 Jahren. Bis dahin war eigentlich der Mars besser erkundet, wenn man so will, von der Oberfläche im Vergleich zur Erde, also was die genaue Oberflächenbeschaffenheit anbelangt. Das war dann bei der Mission meines Kollegen Gerhard Thiele im Jahr 2000. Und da konnte man dann bis auf wenige Meter genau die Landmasse messen, und zwar die gesamte Landmasse der Erde. Dann wurden die Messungen der Genauigkeit immer besser. Hier sehen wir die Erfassung von ausgeworfener Lava am Beispiel des Vulkans Stromboli. Und da konnte man damals schon so bis zu 10 Dezimeter konnte man dann schon den Auswurf messen mit Blick aus dem All. Ein anderes Beispiel: in München ist ein großes Gebäude von Siemens erstellt worden, und man hat das Gebäude von zwei Satelliten tagelang immer wieder bei der Umkreisung dann vermessen. Und nach einiger Zeit hat man festgestellt, dass sich das Gebäude durch diese Messung aus dem All, dass dieses Gebäude sich um 6 mm pro Jahr senkt. Das ist eigentlich das Erstaunliche, dass man ins All gehen muss und so weiter weg, um solche Effekte zu messen. Und ich behaupte, wenn wir nicht die Raumfahrt hätten, vor allem die Erdbeobachtung, wir würden wahrscheinlich nicht so intensiv über Klimawandel sprechen. Denn wir wüssten das nämlich gar nicht durch die Messungen, die wir eben ständig machen, zum Beispiel der Meeresspiegel, der immer mehr ansteigt durch die Erwärmung der Erde. Und der Anstieg macht pro Jahr nur 3 bis 4 Zentimeter aus. Das heißt eigentlich, man kann das auch von der Erde aus gar nicht so messen. Gehen Sie doch mal dann mit einem Meterstab an das Ufer und versuchen Sie das mal zu messen, den durchschnittlichen Wasseranstieg des Meereswassers unseres Globus. Raumfahrt verbinden wir natürlich auch mit Satelliten, zum Beispiel Telekommunikationssatelliten, die in 40.000 Kilometer Entfernung dann eben all die Informationen uns schicken und übertragen, die wir täglich nutzen. Und Raumfahrt ist natürlich auch ein besonderer Ort, um dort beschäftigt zu werden. Hier sehen Sie, es gibt also weltweit etwa 400.000 Menschen, die sich mit Raumfahrt befassen. Das ist nicht allzu viel im Vergleich zur Automobilwirtschaft, aber doch nimmt die Zahl derjenigen, die sich eben für Raumfahrt interessieren, ständig zu. Und in Deutschland sind es etwa 10.000 Menschen, die Satelliten bauen oder Raumfahrtsysteme oder eben die Raumfahrt eben nutzen für ihre Belange. Hier sehen wir so im Überblick, was die Raumfahrt alles leistet und welche Themen wichtig sind. Das, was auf der rechten Seite steht, das ist vor allem die Forschung. Das zahlt hauptsächlich noch der Staat, aber nicht nur. Dann in der Mitte, das sind die öffentlichen Nutzer, und links diejenigen, die die Raumfahrt kommerziell nutzen. Also zum Beispiel Telekommunikation. Und wir sehen hier auch dann eben die Themen von rechts nach links, hier Weltraumwissenschaften natürlich und auf der anderen Seite Satellitenkommunikation. Exploration ist die Erkundung des Alls, vor allem auch mit Mitteln mit der astronautischen Raumfahrt. Und wir könnten Raumfahrt gar nicht betreiben ohne diese Pillars, diese Möglichkeiten oder diese Infrastruktur, die wir auf der Erde haben, um Raumfahrtsysteme herzustellen.
um sie zu nutzen, zum Beispiel Satelliten. Und wir brauchen Betriebseinrichtungen. Und etwa 40% der Infrastruktur in Deutschland für die Raumfahrt besteht oder kommt von Baden-Württemberg. Also Baden-Württemberg ist das Land Nummer 1, das Bundesland Nummer 1 in der Raumfahrt. Ich kam zur Raumfahrt dazu, eigentlich relativ spät. Ich habe mich zunächst einmal nur mittelmäßig dafür interessiert. Es gab ja damals, als ich noch zur Schule ging oder zur Universität, gab es halt die Amerikaner und die Russen, die die Raumfahrt betrieben. Und hier, die Raumfahrt, die astronautische Raumfahrt begann, vor allem mit der Rede von John F. Kennedy 1961, wo er gesagt hat, also noch in diesem Jahrzehnt werden wir unsere Astronauten auf den Mond bringen und wieder gesund auch zurück. Und es war eben das Wettrennen auch im Vergleich mit Russland. Und die Amerikaner waren, wie man weiß, natürlich erfolgreicher als die Russen und sie haben im Prinzip alle Ziele erreicht. Und die Vorgabe war auch noch in diesem Jahrzehnt, als diese Rede stattfand, 1961, 8 Jahre später war der erste Start. Ich war damals gerade an der Universität in Stuttgart. Ich habe übrigens das Abitur über den zweiten Entwicklungsweg gemacht, deswegen hat es etwas länger gedauert. Und bin ich eines Tages dann, genau der Tag, als der Start sein sollte und schließlich auch stattfand, war ich gerade mit einem Freund am Bodensee und in der Nacht, aus deutscher Sicht, sollte dann der Start erfolgen und ich bin nach Hause gefahren und war natürlich dann total begeistert, was dort oben alles in dieser einen Woche gemacht werden konnte. Ich war dann später, in der Fortsetzung meiner Karriere, war ich beim CERN in Genf, Centre Européen de Recherche Nucléaire, also ein Kernforschungszentrum. Also meine Ausbildung war als Physiker, war zunächst einmal an der Universität in Tübingen und nach dem Vordiplom ging ich nach Bonn und von Bonn wurde ich dann zum CERN gebeten, dort meine Promotion zu machen. Das war also meine Beschäftigung, meine Hauptbeschäftigung damals, solche Bahnen von Protonen zu steuern. Und das ist also ein Teil der Physik, um in das Innere der Materie hineinzuschauen. Das heißt, war genau das Gegenteil eigentlich dessen, was dann hinterher mit der Raumfahrt und mit dem Kosmos zu tun hatte. Das war die Forschung in das Innere der Materie, das Innere der Protonen. Und dazu brauchte man eben solche Beschleuniger, die natürlich auch eine Geschwindigkeit haben, die wir in der Raumfahrt nie erreichen können, nämlich 99,99% der Lichtgeschwindigkeit. Ja, und irgendwann mal auf meinem Weg, ich ging dann vom CERN dann auch nach Amerika für einige Zeit, hatte mit Raumfahrt nichts zu tun, eben mehr mit der Physik. Und dann bin ich dann ab und zu wieder von meinem Arbeitsort in Hamburg, das war das deutsche Elektronensynchrotron, bin ich dann nach Stuttgart gefahren, beziehungsweise nach Freiburg, wo ich dann letzten Endes dann meine Promotion abschließen konnte. Und auf der Fahrt von Reutlingen, wo ich wohne, nach Freiburg, habe ich im Rundfunk gehört, im Radio, dass demnächst Astronauten gesucht werden.
Und ich habe am Anfang natürlich zugehört und es war das Gespräch eines Redakteurs mit einem Mediziner, einem Raumfahrtmediziner. Und da wurde eben auch die Frage gestellt, was macht es aus oder was sind die Erfahrungen, die man braucht und die Eigenschaften für solche Menschen, die ins All fliegen wollen. Und das wurde dann alles aufgezählt, also fit, gesund, entsprechende Ausbildung, psychisch stabil, dann auch alle menschlichen Fähigkeiten, die man braucht, um im Team arbeiten zu können. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn das alles ist, also Ausbildung hatte ich genug und Ehrgeiz auch etwas. Und ja, und dann kam die Auswahluntersuchung. Es waren natürlich viele, die sich gemeldet haben, so ca. 4000 Bewerber. Aber da konnte man viele von vornherein dann auswandern. Und schließlich wurde ich dann auch dann ausgewählt. Nun, das war in dieser Zeit, als die Apollo-Missionen schon beendet waren. Das war 1972. Harrison Schmitt, der letzte Astronaut, der den Mond verließ. Und danach gab es eine Zeit lang keine Aktivitäten. Die Russen auf der anderen Seite, die haben dann, nachdem sie anerkennen mussten, dass sie eben das Wettrennen zum Mond nicht gewinnen können, haben sich dann darauf verlegt, Raumstationen zu bauen. Die erste Raumstation. Und die Amerikaner, die hatten damals dann die Planung, ein Space Shuttle zu bauen. Sie wollten dazu nicht mehr mit der Saturn-Rakete ins All fliegen. Und deswegen war die Entscheidung durch den amerikanischen Präsidenten, dass man dann ein Space Shuttle baut. Und ja, Europäer, insbesondere die Deutschen, hatten damals schon 10 Jahre vorher sich vorgenommen, dass wenn es ein neues Programm gibt, dass sich Europa daran beteiligt, auf dem Gebiet der bemannten Raumfahrt. Und um damit eben dann auch nicht nur mitzufliegen, sondern auch bestimmte Bestandteile zu bauen für das Space Shuttle, wurde dann in der Ladebucht des Space Shuttles dann das Modul gebaut, das wir hier rechts sehen, wo die Astronauten, sprich die Wissenschaftler, dann forschen können. Und damit war es auch klar, dass in Deutschland, generell auch in Europa, dann bemannte Raumfahrt stattfindet. Die Entscheidung war dann 1983, dass dann die erste deutsche Mission, die D1-Mission, dann vorbereitet und gestartet wird. Das war, wie gesagt, 1983. Und damit war es eben auch möglich, deutsche Spezialisten und Astronauten ins All zu fliegen. Aber es war auch wichtig, dass man auf der Erde dann in den Labors dann die entsprechenden Experimente dann vorbereitet, die dann letzten Endes die Raumfahrt dann auch in weiten Teilen rechtfertigen. Hier sehen Sie nochmal, das war damals die Ausschreibung Astronauts Wanted der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt. Und daraufhin habe ich mich dann beworben, nachdem ich das im Radio gehört hatte. Und das war damals noch, als ich dann anschließend beim DLR war, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Damals hatte ich mich mit Bojen beschäftigt, mit Seenotrufbojen. Also ich hatte anfangs wenig Erfahrung von meiner Bewerbung auf dem Gebiet der Raumfahrt. Ich war nur ein Raumfahrt-Fan, aber ich hatte da nichts zu tun und keine spezifischen Erfahrungen mitgebracht. Ja, und plötzlich stand ich da und sollte Astronaut werden. Ich wusste natürlich nicht, was da auf mich zukommt. Ich war aber positiv überrascht. Ich
Ich durfte innerhalb von vier Wochen einen Flugschein machen. Das war relativ kurz, aber es hat funktioniert. Und später bin ich dann mit sehr speziellen Maschinen hier im Starfighter, haben wir alle Möglichkeiten eben auch genutzt, um das Gleichgewichtsorgan zu testen und so weiter. Das geht natürlich besonders gut mit solchen Kampfflugzeugen. Und ja, und eines Tages steht man dann an der Startlampe, guckt nochmal die Rakete an und weiß, in den nächsten Stunden steige ich da ein und dann geht es los ins All. Und hier, das ist dann das, was vor einem steht, und man hat viele Dinge erprobt, auch zum Beispiel das Einsteigen in die Rakete. Aber wenn es dann losgeht, dann ist man dann doch etwas zunächst mal neugierig oder vielleicht auch ängstlich, weil das Space Shuttle war eben damals noch relativ neu und wie wir wissen, kurz nach meiner Mission mit Challenger, ein paar Wochen später kam es ja zu einer Katastrophe. Das heißt, man wusste schon, dass es nicht ungefährlich ist, damals ins All zu fliegen. So, und jetzt hoffen wir, dass der Start gelingt. Sieht ganz danach aus. Das ist der Wasserstoff, der ausbricht. Jetzt wird er gezündet. Man findet einen Fett im Hintern, sieht gleich groß mit 1G und spät man bis zu 3G einfahren. Deswegen musste man eben mit den Flugzeugen auch trainieren, damit man damit Gleichgewichtsorgan der ganzen physischen, psychischen Belastung umgehen kann. Und das ist der Start. Okay, Kenner überhaupt. Und hier auf der Spitze der Rakete. Die Feststoffraketen abgesprengt. Sie haben bis zu 60% überhaupt mitgewirkt. Und diese Booster fallen dann auf die Erde und brennen dann aus, können teilweise wieder benutzt werden. Das war also der Start. Und nach einer Stunde im Weltraum angekommen, haben wir schon die ersten Experimente durchgeführt. Hier nochmal das Mission-Logo D1 als Space Mission. Wir flogen so in einer Höhe von 350 Kilometer. Und ich war damals eben der erste Deutsche, eigentlich nicht der Astronaut, es war Sigmund Jähn. Der zweite deutsche Astronaut, das war Ulf Mirbod, 2 Jahre vor mir. Er flog allerdings bei einer amerikanischen Mission, ich bei einer rein deutschen Mission. Das heißt aber nicht, dass wir nur Experimente aus Deutschland durchgeführt hatten. Und das war dann 1985. Hier der Blick in die Ladebucht und rechts sieht man das Labor, das Forschungslabor. In der Shuttle-Ladebucht. Und das war dazu mein Geschäft, hier im Umgang mit einem Experiment zur Untersuchung von Werkstoffen, die schneller kalter werden, wenn sie vorher in flüssiger Form sind. Dann kann man je nach der Erstarrungsgeschwindigkeit herausfinden, welches die besten Eigenschaften für die Materialien sind. Das war ein Experiment damals von Friedrichshafen. Ja, die meisten Experimente hatten etwas zu tun mit der Schwerelosigkeit. Die Astronauten, das wissen Sie alle, sind dann schwerelos. Warum? Sie müssen ja zunächst einmal ins All gebracht werden.
hätten sie keine Geschwindigkeit mitgenommen mit der Rakete, würden sie wieder runterfallen. Weil die Schwerkraft in der Höhe, in der wir flogen, ist dann immer noch etwa 95%. Das heißt, damit die Astronauten nicht herunterfallen, haben wir sie ja in das Shuttle gebracht oder in die Kapsel. Und durch die Zentrifugalbeschleunigung, die es zwangsläufig gibt, durch den Weg des Shuttles um die Erde herum, gibt es eben die Zentrifugalkraft. Und wenn man immer im gleichen Abstand zur Erde, um die Erde fliegt, dann ist der Astronaut schwerelos. Und da muss man sich erst dran gewöhnen, in der Schwerelosigkeit zu arbeiten. Und die Geschwindigkeit war dann bei uns so in der Größenordnung von 28.000 Kilometer pro Stunde. Und in diesem Zustand der Schwerelosigkeit sind die Dinge etwas anders, als wir auf der Erde gewohnt sind. Hier, das sind Flüssigkeiten, wie wir sie alle kennen, von der Erde. Hier sehen Sie einen Wasserhahn oder einen Tropfen Wasser, der eben auf der Erde herunterfällt, wenn der Wasserhahn nicht ganz dicht ist, also deutlich ist seine Schwerkraft. Wir beim Absinken von schweren Teilchen, wenn wir zum Beispiel Kiesel versenken in Wasser, senkt es nach unten. Und auf der Erde, wenn wir Wasser haben und auf einer Seite einen Topf wärmen, dann ergeben sich dann solche Wärmekonvektionen. Also das kennen wir im All. Wenn der Wasserhahn nicht dicht ist, dann bleibt der Tropfen hängen am Wasserhahn. Wenn wir Teilchen versenken im Wasser, dann sinken die herunter und dann schweben sie, ist das gleichmäßig verteilt und bei der Konvektion haben wir dann eben alles in Ruhe und man könnte sagen, wir lassen halt. Und das nutzt man aus, zum Beispiel, wir haben viele medizinische Experimente durchgeführt, zum Beispiel um bestimmte Enzyme und Proteine, die normalerweise sehr leicht zerfallen, nun im Weltall wachsen zu lassen, damit sie einkristallin dann ausgeprägt sind. Und auf diese Weise konnte man Einkristalle herstellen, was auf der Erde nicht möglich ist. Und die wuchsen dann um das Hundertfache und das Tausendfache. Und man konnte sie dann eben später auf die Erde zurückgebracht und auch besser analysieren. Ähnliches Experiment hier, Herstellung von Werkstoffen aus ganz unterschiedlichen Materialien, also Verbundwerkstoffe. Und da sieht man dann eben dann auch, dass bestimmte Verbesserungen möglich sind, zum Beispiel bei der Herstellung von Turbinenschaufeln und dergleichen. Also allgemein ging es bei solchen Experimenten darum, dass man von der Struktur von Materialien, von Molekülen dann ausgeht, wir sprechen hier vom Nanometerbereich, dann eben im Mikrobereich dann in bestimmte Eigenschaften erreicht und schließlich dann auch Komponenten, die eben dann besser sind als das, was man zuvor hatte. Dann bei den medizinischen Experimenten, das war damals auch erstmal so, hat man überhaupt versucht, wo die Grenzen sind, der Möglichkeiten, bestimmte Dinge zu messen. Hier zum Beispiel der Augeninnendruck. Man hatte geglaubt, dass wenn der Mensch im All ist, dass durch die Schwerelosigkeit dann bestimmte Effekte da sind, die das Glaukom, also den Grau, den Star, dann tangieren. Und das wäre natürlich negativ für einen Astronauten. Ja, dann allgemein zur Medizin. Das war damals auch relativ neu. Die Amerikaner haben da nicht zu viele Experimente gemacht im Rahmen des Apollo-Programms. Wir waren, wenn man so will, mit die Ersten, die genau herausfinden wollten, wie die Wirkung
des Raumflugs sind, auf den Körper allgemein, auf das Herz-Kreislauf-System und so weiter. Und ich zeige Ihnen einige Beispiele. Durch die Schwerelosigkeit verschieben sich etwa 2 Liter Blut und Gewebsflüssigkeit aus der unteren Körperhälfte in die obere. Das sieht man den Astronauten übrigens auch an. Und das ist hier so grafisch dargestellt. Auf der Erde hat man immer etwas mehr Blut weiter unten. Und wenn man ins All geht, dann gehen also große Teile 2 Liter Blut und Gewebsflüssigkeit in die obere Körperhälfte. Das sieht man übrigens auch dem Astronauten an. Die Beine werden dünner, das Gesicht wird voller. Die Amerikaner haben ja so knackige Ausdrücke, Puffy Face, Chicken Legs. Ich habe leider kein Bild von mir in der ersten Phase meines Fluges, aber ich habe ein Bild von Ulf Merbold, der wie gesagt 2 Jahre vor mir im All war. Hier sehen wir ihn auf der linken Seite, das war kurz vor seinem Start, und rechts, das war während der Mission. Das heißt also, bei manchen Astronauten war das noch extremer. Man sieht dann viel jünger aus, als man vor dem Start war. Und jedenfalls, wenn man wieder auf der Erde ist, dann ist man mindestens so alt wie davor. Ja, und dann gibt es eben viele, viele Effekte, die wir untersuchten. Zum Beispiel auch das Problem, dass wenn man im All ist und keine Bewegung oder nicht viel Bewegung hat, man schwebt ja immer nur und hat auch keine schweren Lasten zu tragen, dass dann offensichtlich der Kalk aus den Knochen immer kleiner wird oder Kalk wird abgebaut, sagen wir mal so. Und außerdem gibt es noch die Raumkrankheit, dann eben auch das Immunsystem hat andere Reaktionen. Und das führte uns dazu, dass wir auch als Erste herausgefunden haben, wie man einen Astronautenflug im All verlängern kann. Damals flog man ja nur ein paar Wochen, ein paar Monate. Und das Problem, das man gesehen hat, war, dass durch den Knochenschwund, dass dann eben der Mensch dann halt doch betroffen ist und die Knochen, das Knochenwachstum gewissermaßen nicht nur stoppt, sondern das abnimmt. Im Grunde genommen damals, aus Sicht damals, war, dass diese ältere Frau, und ich zeige eben hier eine Frau, nicht einen Mann, weil hauptsächlich die Frauen durch die Osteoporose belastet sind. Die Frau ist in einer viel besseren Situation im Vergleich damals gewesen wie der Astronaut. Der Knochenschwund beim Astronaut ist 10-mal so groß gewesen damals im Vergleich zu einer älteren Frau. Gut, und dann haben eben bestimmte Forscher der Charité in Berlin vor allem herausgefunden, dass man da helfen kann durch eine simple Methode, nämlich durch ein Powerplate, das dann vibriert wird und das eben den Effekt hat, dass der Knochenschwund so gut wie nicht stattfindet. Und nur deswegen ist es eben möglich, dass man dann auch heute nicht nur wochenlang, sondern jahrelang in einer Raumstation bleiben kann. Und das ist eben das Ergebnis, oder vielmehr das, was die Astronauten im Grunde genommen dann trotzdem tun müssen, jeden Tag etwa 1,5 bis 2 Stunden ihren Körper betätigen, vor allem durch den Powerplay, durch Krafttraining und so weiter. Das ist natürlich schon sehr aufwendig, pro Tag immer 2 Stunden Fitness. Aber das ist der Preis dafür, dass man dann hinterher halbwegs gesund wieder aus dem All zurückkommt. Ja, das war die Zeit meiner Raumflugmission. Dann ging ich kurz nach bestimmten
Aktivitäten, die man zwangsläufig hat, am Ende einer Mission, ging ich zur Universität in Stuttgart, wurde dort Professor für Raumfahrtsysteme 1986 bis 2000. Und dann bin ich gebeten worden, damals als einer der ersten Astronauten, die gesagt haben, also einmal im All ist zwar nicht allzu viel, aber eine berufliche Karriere verdient es auch, dass man dasselbe noch ein zweites Mal macht oder auch nicht. Ich war für das Letztere. Und dann war ich Chef des Europäischen Astronautenzentrums in Köln-Porz. Das war damals das Team. Das sind heute doppelt so viele. Das ist in Köln-Porz, wo die Astronauten ihre Grundausbildung bekommen und wo ihr Heimatstandort ist, auch heute. Ich war damals der Chef von 16 europäischen Astronauten. Zwei Jahre bevor ich das war, hatte die ESA, die European Space Agency, beschlossen, dass man das Astronautenauswahl und Training nicht isoliert in den einzelnen Ländern vorantreiben, sondern dass man das über die ESA macht. Gut, und aus diesem Grund war ich dann auch dabei, wieder zurück nach Stuttgart. Ich war insgesamt 2000 bis 2005 in Köln. Und aber ich war dann noch involviert später bei der Auswahl der nächsten Astronautengeneration. Hier sehen wir all die Astronauten, die seither geflogen sind. Die Auswahl war 2009. Hier sehen wir der zweite von links, der Alex Gerst. Und mittlerweile mit unserem Astronauten im All sind 11 Deutsche im All gewesen. Hoffentlich kommt er bald und wieder gesund zurück. Hier sehen wir noch kurz ein Bild von Thomas Reiter an Bord der Raumstation. Das war hauptsächlich dann mein Thema, eben dafür zu sorgen, dass bestimmte Dinge an Bord der Raumstation verbessert werden. Und wie steht's? Ja, okay. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Ja, im All kann man dann auch bestimmte Dinge besser machen als auf der Erde, wenn es darum geht, den Verkehr zu lenken oder etwa auch weniger Dünger auszubreiten, Herbizide und so weiter, Insektizide und so weiter, nur so einige Beispiele. Also das Wichtigste ist eigentlich, zumindest was die Erdbeobachtung anbelangt, dass wir eben aus dem All die Erde erkennen mit ihren Stärken und ihren Schwächen, wenn man so will, und den Problemen, mit denen wir heute vor allem zum Klimaschutz zu tun haben. Und es geht eben um die Zunahme der Wärme durch entsprechende Gase und unser Ökosystem. Und schließlich ist das nicht alles. Wir werden weiterhin eben in das All fliegen mit neuen Raketen hier. Die Rakete, die vorgesehen ist, Europa wird mit dabei sein, mit einer Rakete bzw. mit einem Fahrzeug, mit dem man dann von der Erde zum Mond fliegen kann. Und in der Zukunft, das wird wahrscheinlich noch 4-5 Jahre dauern, werden wir dann eine Station auch in der Nähe des Mondes haben. Hier sehen Sie die Darstellung einer solchen Raumstation in Mondnähe. Und so könnte dann in vielleicht 10 Jahren die Mondoberfläche aussehen. Und damit bin ich auch schon fast am Ende. Und
Hier noch ein kleiner Werbespot und zum Abschluss noch vielleicht ein paar Dinge, die auch wichtig sind zu sagen. Warum machen wir eigentlich das? Warum gibt es Leute, die ins All fliegen, trotz bestimmter Risiken und Aufwendungen? Es geht darum, dass man die Grenzen der menschlichen Erfahrung ausweitet, dass man andere inspiriert, eben gerade auch für Forschung und Entwicklung mitzuarbeiten. Schließlich geht es auch um das Verstehen. Erst dann, wenn man etwas versteht, beginnt die Wissenschaft und die Forschung. Und schließlich, wenn es irgendwie geht, dann auch gemeinsam diese Dinge machen, von denen ich gesprochen habe. Hier, das ist ein Bild von mir mit Blick auf die Erde aus der Dachlupe des Space Shuttles. Und hier noch einige schöne Bilder vom All. Ich hatte in der einen Woche, in der ich im All war, höchstens 5 Stunden Zeit, um mal in Ruhe rauszuschauen. Hier die Mongolei mit ihren Sandwüsten und hier die Wassertiefe, das Wasser in den Bahamas und hier Sizilien aus unserer Position. Und jetzt haben wir noch Zeit für 5 Minuten Tour um die Erde. Bitte, haben wir noch Zeit. Gut, also dann müssen wir das da, glaube ich, umstellen. Ich zeige Ihnen jetzt noch einen kleinen Film über eine Tour um die Erde herum im Zeitraum. Thank you.
vielen Dank dafür, dass Sie gekommen sind und ich hoffe, Sie kommen immer wieder, wenn es hier was gibt zum Thema Raumfahrt im Planetarium. Vielen Dank nochmal. Jetzt haben wir auch noch einmal kurz 10 Minuten freie Zeit, um dafür, dass Sie auch, Herr Messerschmidt, vielleicht noch die ein oder andere Frage, die bei Ihnen jetzt nach diesem schönen Vortrag auf dem Herzen brennt, stellen können. Dafür werden wir jetzt im Folgenden dieses Mikrofon herumreichen und dann würde ich Sie darum bitten, sich einfach zu melden, dann wird das herumgereicht. Vielen Dank. So. Sie trauen sich offensichtlich nicht so gewaltig. Vielleicht noch eine lustige Anekdote. Als ich dann zurück war auf der Erde, bin ich gebeten worden vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das war mein Arbeitgeber, auch eine Dienstreiseabrechnung zu machen. Jetzt überlegen Sie mal, wie wird Sie das dann anstellen? Ich wusste das auch nicht, aber ich habe dann im Bundesangestellten-Tarif nachgeschaut und die Lösung gefunden. Da steht nämlich drin für die Diplomaten, die dann halt ständig von Ost nach West und so weiter überall hinfliegen und andere Business-Leute, dass die Zeit, also für die Abrechnung der Zeit, dass die Zeit geht zwischen zwei Sonnenaufgängen. Das kann mal mehr sein als 24 Stunden und mal weniger, je nachdem. Das haben Sie wahrscheinlich alle schon auch erlebt, wenn Sie nach Ost oder nach West fliegen. Und das ist natürlich dann besonders vorteilhaft für die Lösung, die ich gefunden habe. Ich habe dann gesagt, also okay, dann möchte ich meine Reisekostenabrechnung auch so machen, wie das sowieso dann staatlich reguliert ist. Nämlich, dass ich dann nicht 24 Stunden, dann nach 24 Stunden abgerechnet werde, sondern ich war 7 Tage im All, sondern weil im Durchschnitt so die, oder eine Umkreisung um die Erde, das macht etwa 190 Minuten aus. Und das heißt also, dann habe ich dann entsprechende 112 Minuten, 112 Tage beansprucht. Und das ist mir sogar zugestanden worden. Weil ich gesagt habe, wir Schwaben, wenn wir uns schon an bestimmte Regularien halten, dann machen wir das korrekt. In dem Fall war das natürlich mein großer Vorteil. Und außerdem habe ich gesagt, bin ich Schwab, ich kann nicht zurückgehen nach Baden-Württemberg, wenn ich diese Chance auslasse. So, jetzt aber Ihre Frage. Guten Tag, erstmal vielen Dank für den wundervollen Vortrag. Meine Frage ist, was ist Ihr, vielleicht nicht Gefühl, aber was denken Sie, wird der Weltraumtourismus in den nächsten Jahren verändern in der Raumfahrt? Da bin ich der Meinung, dass wir das zulassen können unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen. Auf der Erde ist es mittlerweile auch so, dass man nicht überall so ohne weiteres hingehen kann, zum Beispiel Galapagos-Inseln und so weiter. Da müssen wir uns sicherlich in der Zukunft noch mehr einschränken, wenn es darum geht, den Planeten der Erde halbwegs gut zu erhalten. Und die Raketen, da bringen auch Treibstoffe ins All, vor allem auch Gase. Wenn wir dann Touristen haben, dann müssen die im Grunde genommen genau dasselbe akzeptieren, dass eben zusätzliche Kosten hinzukommen, nämlich dass man eben die,
die CO2-Effekte, dass man die kompensiert. Und ich bin auch dafür, dass die Raumfahrt professionell beschreiben, dass es für die auch gilt. Weil dann müssen sie die Zertifikate bezahlen. Und das hätte natürlich auch den Effekt, dass man nicht mehr mit Boostern, mit Feststoffboostern in den Saal fliegt, die haben also eine starke negative Wirkung, sondern dass man zum Beispiel mit Wasserstoff, mit synthetischem Treibstoff ins All fliegt. Dann ist es okay, ja, wenn die CO2-Bilanz dadurch nicht geschmälert wird. Das bedarf natürlich ein Umdenken. Im Moment ist es immer noch so, dass was wir in das All eintragen, also das wird genutzt auf der Erde durch die Industrie, durch uns alle, das ist wie eine Deponie. Dasselbe gilt übrigens auch fürs Meer. Da muss man umdenken. Ja. Also prinzipiell haben wir noch Zeit für eine Frage, Man kann das Mikrofon auch werfen, dafür ist es da. Es hat auch so den Weg zu mir gefunden. Man stellt immer wieder fest, dass es einen recht großen Graben gibt zwischen dem, was im Weltraum tatsächlich bereits passiert und dem, was wir schon wissen und was angestellt wird und dem, was die große Bevölkerung so im Wesentlichen weiß. Und ich würde gerne wissen, was Sie denken, was wäre, oder wenn Sie sich aussuchen könnten, das Bekannte ist, was man angehen sollte, das, um den Großteil der Bevölkerung mitzunehmen, was wäre das aus Ihrer Sicht? Was wäre das Wichtigste, das wir teilen? Ja, das ist natürlich, das ist das, was uns alle betrifft zum Thema Umwelt, zum Thema Klima. Das ist nochmal dafür halt zu 80% die, würde ich sagen, meine Motivation. Ohne Raumfahrt hätten wir keine Klimadiskussion. Ich habe ja das am Beispiel erklärt. Natürlich wollen wir weiter hinausfliegen, nicht nur zum Mond, zum Mars, vielleicht noch in diesem Jahrhundert und dann auch vielleicht zu anderen Monden, ja, das ist auch möglich. Wichtig ist immer nur, dass man neugierig genug ist, dass man keinen Schaden macht durch die Raumfahrt an sich. Und also im Grunde genommen sind wir halt beschränkt auf das, was wir als Mensch von der Physis her schaffen. Aber es ist durchaus auch möglich, dass wir mit Superraketen in der Zukunft, dass wir da weitergehen können, vielleicht sogar auch zu Sonnen oder zu Sternensystemen oder jedenfalls zu Weltraumobjekten, die durchaus dann vielleicht auch bewohnbar sind. Aber so richtig glaube ich da auch nicht daran. Jedenfalls nicht in den nächsten paar hundert Jahren, dass wir das schaffen. Ich selber habe, wie gesagt, mit Elementarteilchen gearbeitet, wo wir Lichtgeschwindigkeit hatten. Und wir haben auch schon hier im Planetarium eine Session zusammengestellt, wo wir mit 90% der Lichtgeschwindigkeit zu Alpha Centauri fliegen, um herauszufinden mit Durchrechnung, wie das geht. Also ein Bruderpaar auf der Erde. Einer bleibt hier, der andere fliegt mit 90% zu Alpha Centauri, kommt dann wieder zurück. Der Bruder auf der Erde ist dann 7-mal älter geworden im Vergleich zu dem, der zu Alpha Centauri geflogen ist. Also alleine sowas mal auszuprobieren, das
wenn man Interesse hat. Und das ist technisch, das, unter Umständen ist es technisch möglich. Dafür gibt es Möglichkeiten mit Antimaterie. Ich habe selbst beim CERN Antimaterie gewissermaßen produziert durch Head-on-Collision von Protonen. Und da braucht man relativ viel Energie und dann kann man die Protonen einfangen und in einen Kasten setzen, der leergepumpt ist. Dann kann man eben diese Antimaterie, das ist die stärkste Energiequelle, die sich die Menschheit ausgedacht hat, könnte man so denken. Danke. So, dann. Ja, das wär's dann. Also, dann noch einen schönen Nachmittag und nochmal vielen Dank für Ihr Interesse.